Ja, ihr seid jetzt sicher schon ganz gespannt nach der Produktregel, wie funktioniert das Ganze mit der Quotientenregel oder mit anderen Worten gesagt, wie funktioniert das Ganze, wenn ein Bruch dasteht. Wir nehmen uns wieder eine ganz leichte Funktion, nehmen wir 5x hoch 3 durch x. Ja, ich weiß schon, dass das ganz leicht zu kürzen wäre, aber wir versuchen es jetzt mit der Quotientenregel, weil die Quotientenregel schaut so aus: Wenn f von x gleich ein Bruch ist, das in dem Fall sagen wir u durch v, folgt die Ableitung f' von x ist gleich u'v minus v'u durch v zum Quadrat. Ja? Das heißt, oben im Zähler schaut es ganz ähnlich aus wie die Produktregel, nur gibt es ein Minus und unten wird es halt durch V² gerechnet. Naja, probieren wir es halt aus, rechnen wir es wieder durch. Wie schaut das aus? Diese Funktion wäre mein U, die untere Funktion wäre mein V. Schreiben wir das wieder her. U von x ist gleich 5x hoch 3, dann ist U' von x gleich 3 mal 5 ist 15, x². V von x ist x, V' von x ist gleich Ableitung von x ist 1. Ja, dann setze ich ein, f' von x ist gleich u' ist 15x² mal v, das ist x, minus v', das ist 1, mal u, ist 5x hoch 3, durch v zum Quadrat, das sind x², ist gleich, mal oben stehen, 15x hoch 3, minus 5x hoch 3, durch x² ist gleich 10x hoch 3 durch x², kann ich kürzen, ist gleich 10x. Jetzt kann ich mein Ergebnis noch kontrollieren, ob das stimmt. Weil ursprünglich haben wir gesagt, f von x ist gleich und 5x hoch 3 durch x. Das kann ich ja kürzen. Dann habe ich 5x². Dann ist f' von x gleich 10x. Das heißt, wir haben gesehen, in diesem Beispiel ist dasselbe Ergebnis rausgekommen. Ich weiß schon, dasselbe Ergebnis bei einem Beispiel heißt nicht, dass es für alle gilt. Wir können gern gemeinsam dann auch den Beweis einmal durchrechnen. Ist eine schöne Geschichte. Aber ich glaube, im Moment ist das kompliziert genug. Vielleicht wieder zur Wiederholung. Jedes Mal, wenn ich sehe, dass ein Bruch zwischen zwei Funktionen ist, kann ich die Quotientenregel anwenden. Ich merke mir einfach u'v minus v'u durch v². Damit ich das fehlerfrei rechnen kann, setze ich das Ganze, schreibe ich mir das heraus, schreibe mir u heraus, leite es in Ruhe ab, schreibe mir v heraus, leite es in Ruhe ab. Und wenn ich diese Formel dann einsetze, schreibe ich nur ab. Ja, und schreibe alles ab. Rechne es fertig und dann geht es eigentlich sehr simpel. Ja, auch mit der Quotientenregel wünsche ich euch wirklich viel Spaß.